Bitte begrüßen Sie mit uns zusammen Hermann Gröhe und Alexander Dobrindt. Wir haben ja ein bisschen später angefangen, Herr Gröhe, deshalb machen wir gleich weiter. Ich finde, bei 127 Seiten kann man schon mal den Überblick verlieren. Was ist denn für Sie die Kernbotschaft des Programms? Die Kernbotschaft ist das Angebot an die Menschen in diesem Land, wie wir gemeinsam dafür sorgen, dass dieses Land erfolgreich bleibt. Dass wir die Erfolgsgeschichte, die wir mit ganz vielen Menschen in diesem Land, mit Arbeitgebern, Arbeitnehmern, mit ganz vielen Ehrenamtlichen in den letzten Jahren geschrieben haben, weiterschreiben. Wir haben viel erreicht, aber es bleibt viel zu tun. Wir haben nicht mehr 5 Millionen Arbeitslose, sondern nur noch 3 Millionen, aber wir wollen weitergehen Richtung Vollbeschäftigung. Es ist die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in Europa, aber wir wollen, dass jeder junge Mensch in diesem Land erfährt, er wird gebraucht. Und täglich spüren wir in Europa, wie wichtig es ist, dass dieses Land, dass Deutschland Kurs hält. Insofern geht es darum, wie wir gemeinsam dafür sorgen, dass Erreichtes gesichert, aber eben auch die Erfolgsgeschichte zum Wohle der Menschen fortgeschrieben wird. Da ist unser Programm Kompass Zukunftsprogramm. Ich denke mal, Herr Dobrindt, da sind Sie nicht viel anderer Meinung. Was sind denn aus Sicht der CSU so die 3 wichtigsten Aussagen des Wahlprogramms? Es geht um Stabilität, um Solidität und Sicherheit. Es geht um eine stabile wirtschaftliche Entwicklung für die Zukunft. Es geht um Solidität bei den Finanzen, bei der Haushaltskonsolidierung. Und es geht um Sicherheit bei den Zukunftschancen für die Menschen. Wir können das garantieren und deswegen geht es auch dieses Jahr um eine große Richtungsentscheidung. Es geht um die Richtungsentscheidung, ob mit CDU und CSU weiterhin Chancen in diesem Land herrschen und Freiheit oder ob mit den linken Parteien staatliche Bevormundungen und Steuererhöhungen kommen. Das mit der Richtungsentscheidung greife ich gleich mal auf. Mietpreisbremse, Mindestlohn, Quote. Ich finde, manchmal muss man schon ganz genau hinschauen, um zu sehen, was die Union von der Konkurrenz unterscheidet. Wo sehen Sie denn die entscheidenden Unterschiede zu SPD und Grünen, Herr Gröhe? Also wer das Programm liest, der weiß und sieht schnell, das ist die Alternativposition zu Roten und Grünen. Die reden über Schuldenvergemeinschaftung in Europa, über mehr Steuern. Das wäre Gift für alles Erreichte auf dem Arbeitsmarkt. Bei uns lesen Sie das Alternativkonzept, übrigens auch beim Thema Mindestlohn. Und daran lässt sich ein fundamentaler Unterschied festmachen. Wir trauen den Menschen in diesem Land etwas zu, deswegen schreiben wir gemeinsam erfolgreich. Weil wir Zutrauen zu den Menschen haben, nicht nach dem Staat schreien, etwa im Hinblick auf Mindestlöhne, sondern sagen, das können Gewerkschaften, das können Arbeitgeber, am besten denen vertrauen wir. Rote und Grüne rufen nach dem Staat. Nebenbei bemerkt, als sie regiert haben, haben sie nichts zu Wege gebracht beim Schutz vor Lohndumping. Alle Branchenmindestlöhne sind gemacht von unionsgeführten Bundesregierungen. Oder schauen Sie sich die Familienpolitik an. Wäre es nicht endlich schön, wenn Schluss damit wäre, dass irgendjemand glaubt, er muss den Menschen vorschreiben, wie sie leben und dann sagt, das ist aber ein Heimchen am Herd oder das ist aber eine Rabenmutter. Sind wir nicht gemeinsam der Meinung, Mütter und Väter wissen am besten selber, was für ihre Kinder gut ist? Und wenn das so ist, dann stellen wir uns eben an die Seite der Familie in der von ihr gewünschten Lebenssituation und helfen beim Kindergeld und beim Kita-Ausbau. Und nebenbei bemerkt, die Rechtsansprüche erst auf den Kindergartenplatz, dann auf den Kita-Platz, die zeigen doch deutlich, wir meinen es ernst, wenn wir den Eltern sagen, euer Wille zählt. Und deswegen ein fundamentaler Unterschied zu Roten und Grünen ist, wir vertrauen den Menschen, Freiheitschancen, nicht Bevormundung, damit bringt man ein Land nach vorne. Als Familienvater von 2 Kindern kann ich Ihnen da nur zustimmen und bin sehr dankbar, dass wir da die freie Entscheidung haben. Herr Dobrindt, SPD und Grüne sagen, das alles geht allerdings nicht ohne Steuererhöhungen. Sie sagen, es geht doch.
Naja, das ist ja die typische linke Rhetorik, immer zu sagen, mehr Umverteilung ist wichtig, immer den Menschen mehr Geld abnehmen. Der Staat braucht immer noch mehr Geld, um es dann wieder auszugeben. Ich glaube, wir müssen einfach mal klar machen, dass in einer Zeit, wo die größten Steuererhöhungen aller Zeiten da sind, der Staat mit dem auskommen muss, was er hat und den Menschen nicht noch mehr Geld abnehmen soll. Das muss mal eine Botschaft sein. Und wenn man genau hinschaut und feststellt, wo Rot-Grün überall die Steuern erhöhen will, Einkommensteuer rauf, Erbschaftssteuer rauf, Vermögensteuer einführen, Ehegattensplitting abschaffen und, der stellt doch fest, dass im hohen Maße hier Steuererhöhungen auf dem Rücken der Familien in Deutschland gemacht werden sollen, um dann eine Ausgabenpolitik zu finanzieren, die heißt Schuldenvergemeinschaftung in Europa, Eurobonds auf dem Rücken der Familien wollen Rot-Grün die Schulden in Europa bezahlen und das kann nicht unsere Aufgabe sein. Herr Gröhe, Sie haben für dieses Programm einen ungewöhnlichen Weg eingeschlagen. Parteimitglieder konnten Themen setzen, was mir am Herzen liegt, hieß die Aktion. Und letztlich konnten auch Bürgerinnen und Bürger, die nicht der Union angehören, am Programm mitschreiben. Was waren die wichtigsten Themen und welche davon prägen das Programm tatsächlich? Also wir haben eingeladen, wir haben diskutiert auf Fachkongressen der CSU, auf Werkstattgesprächen der CDU. Über 10.000 Anregungen haben uns erreicht im Rahmen der Aktion. Was mir am Herzen liegt, da waren solide Finanzen, stabiles Geld, nein zu Eurobonds, wie geht es auf dem Arbeitsmarkt weiter, das waren ganz vorne Themen. Und da mussten wir auch Lösungen finden, die einer Volkspartei gut zu Gesicht stehen. Wenn uns etwa Kollegen Betriebsräte schreiben im Hinblick auf Werkverträge und deren Missbrauch in bestimmten Branchen und andere zu Recht darauf hinweisen, es braucht auch Instrumente, die den Arbeitsmarkt flexibel halten. Was ist dann die Antwort einer Volkspartei? In unserem Programm sagen wir, der reguläre, der unbefristete Normalarbeitsvertrag, der muss das Ziel unserer Beschäftigungspolitik sein. Und zugleich wissen wir für Auftragsspitzen und anderes, dass es auch die anderen Instrumente braucht, um dann klar festzuhalten, dort, wo die missbraucht werden, wollen wir die Antwort sozialpartnerschaftlich mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern gemeinsam gehen. Das heißt, wenn Sie Ideen einsammeln, dann haben Sie nachher auch den Auftrag zu sagen, was ist die Antwort einer Volkspartei, die die soziale Verantwortung und die wirtschaftliche Vernunft zusammenführt. Und dann ein ganz konkretes Beispiel, weil es mir besonders gut gefallen hat, da hat uns ein junger Mann geschrieben, warum kann ich der Dienst beim Bundesfreiwilligendienst, liebe Christina, warum kann der nicht Berücksichtigung finden, wenn nachher die Entscheidung ansteht, kann ich, der ich im Rettungsdienst oder im Krankenhaus geholfen habe, kann das nicht Anrechnung finden, wenn ich einen Medizinstudienplatz bekommen möchte? Das haben wir diskutiert beim Werkstattgespräch intensiv, große Zustimmung gefunden. Dann hat der Volker Bouffier gesagt, aber denkt auch an die ländlichen Regionen, die Frage, ob die Leute dann auch bereit sind, zum Beispiel als Landarzt irgendwo hinzugehen, wo es mitunter schwerfällt, dass jemand die Praxis übernimmt. Und aus dieser Anregung ist eine sehr schöne, konkrete Ziffer unseres Wahlprogramms geworden, wie wir dafür sorgen wollen, dass junge Leute, die sich engagiert haben, dann auch mit diesen Fähigkeiten zum Zuge kommen, wenn es etwa um einen Medizinstudienplatz oder die Tätigkeit auf dem Land geht. Konkrete Anregung, diskutiert, Zustimmung gefunden und ins Programm aufgenommen. Hat Spaß gemacht. Herr Dobin, Sie sind ja auch ein Mann, der sich mit der Basis beschäftigt, mit dem Volk. Wie würden Sie so die Stimmung in Deutschland einschätzen? Positiv, negativ, gibt es vielleicht sogar eine Wechselstimmung? Naja, also Deutschland ist kein linkes Land. Deutschland ist ein Land der Mitte. Und deswegen gibt es auch keine Wechselstimmung in diesem Land. Und die Menschen wissen sehr genau, dass es auch um diese Entscheidung geht im September. Bleiben wir ein bürgerliches Land? Oder werden wir eine linke Republik? Können wir das, was wir in der Vergangenheit geschaffen haben, nämlich gut aus einer Wirtschafts- und Finanzkrise herauszukommen, besser als alle Länder in Europa, können wir dies auch in die Zukunft verlängern? Oder würgen wir wirtschaftlichen Aufschwung und Wohlstand durch Steuererhöhungen ab? Diese Entscheidungen stehen an und dabei geht es ja auch viel um Vertrauen.
Und eines kann man ja sagen, wenn man unterwegs ist, der Hermann Gröhe wird es bestätigen können, egal wo du hinkommst, bei einem sind sich die Menschen einig. Sie haben Vertrauen zur Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und dies ist zu Recht so, meine Damen und Herren. So, und ich wäre für so einen Satz nicht mal bezahlt, Hermann, so wie du. Also, und aber wo der Alexander recht hat, da hat er halt recht. So viel Einigkeit ist ja auf der Bühne, wie schön. Dass Sie beide sich auch einig sind, dass Sie da ein tolles Programm gemacht haben, liegt auf der Hand, ist keine Frage. Sie müssen aber auch noch ein paar Wählerinnen und Wähler davon überzeugen. Wie wollen Sie das denn anstellen in den nächsten 90 Tagen? Also, der Alexander Dobrindt hat ja schon zu Recht was zu unserer gemeinsamen Nummer 1 gesagt. Wo er recht hat, hat er recht. Aber an der Seite von Angela Merkel steht in jedem Wahlkreis eine weitere Nummer 1. In 299 Wahlkreisen. Wissen Sie, meine Damen, meine Herren, 90% der Abgeordneten der Fraktion von Volker Kauder und Gerda Hasselfeld sind direkt gewählte Abgeordnete. 90%. Das ist die Verankerung der Union als den beiden großen Volksparteien in der Gesellschaft. Ich möchte es mal etwas flapsig Richtung Konkurrenz sagen, bei uns muss keine parteizentrale Bürgernähe anordnen. Die wird jeden Tag in unseren Wahlkreisen gelebt, meine Damen, meine Herren. Und daraus müssen wir jetzt gemeinsam was machen. Das ist unsere Stärke, dass wir nah bei den Menschen sind, dass wir nicht nur Sender politischer Botschaften sind, sondern auch Empfänger, auch zuhören. Und deswegen sind die nächsten Wochen vor allen Dingen ein Werkstück der Arbeit vor Ort. Vor allen Dingen etwas, wo unsere Kandidatinnen und Kandidaten mit bestmöglicher Unterstützung aus der CSU-Landesleitung, aus dem Adenauer-Haus vor Ort auf Menschen zugehen. Menschen überzeugen davon, dass wir gemeinsam die Erfolgsgeschichte Deutschlands fortschreiben können. Und da zählen wir auf die Arbeit vor Ort und sind überzeugt, sie zahlt sich aus. Herr Dobrindt, Sie starten in den Wahlkampf, Pep Guardiola kommt nach München, startet bei Bayern. Jeder von Ihnen hat wahrscheinlich eine Botschaft für seine Mannschaft. Was ist so von Ihnen die Botschaft des Tages? Ich glaube, als erstes muss man festhalten, Deutschland geht es gut. Bayern geht es noch ein Stück besser, sagt unser Parteivorsitzender immer, aber wir arbeiten daran, dass alle davon profitieren. Dafür wirst du jetzt bezahlt für den Satz, oder? Ja, wir beide nehmen unsere Aufgabe ernst an dieser Stelle. Und weil das auch eine ernste Geschichte ist, wenn man so großartige Wahlen in einem Jahr knapp hintereinander hat, eine Bayernwahl eine Woche vor einer Wahl im Bund, werden wir dafür auch sorgen, dass erstens jetzt die Weichen richtig gestellt werden und zweitens, dass Deutschland, Bayern, wir gemeinsam auf Erfolgskurs bleiben für die Zukunft. Und wenn wir aus Bayern da mithelfen können, dass es insgesamt dann im Bund weiterhin für eine unionsgeführte Regierung unter Angela Merkel eine gute Ausgangssituation gibt, dann werden wir alles dafür tun. Und deswegen kann man sagen, wir werden eine Woche vor der Bundestagswahl den Pass so richtig spielen, dass ihr dann die Chance habt, den ordentlich zu versenken. Wir können beide erfolgreich sein und können beide unsere Regierungszeit verlängern. Schöne Botschaft, finde ich. So, die Champions League ist vor Augen. Das heißt also, viel Sorgen müssen wir uns eigentlich nicht machen. Man muss es ernst nehmen. Also, wir wissen alle, dass sich bei allen Umfragen, die wir zurzeit auch kennen, die sind für Bayern sehr, sehr gut, die sind für die Union insgesamt sehr, sehr gut, wissen wir, dass die Wahrheit liegt in der Urne, in dem Fall in der Wahlurne. Und da wird man schöne spricht Korrektur. Auch der Wahrheit. Und deswegen heißt es hart kämpfen. Bis zum 22. September. Und ich sage immer,
wir kämpfen bis zum 22. September, 18 Uhr abends. Ich habe schon Wahlen erlebt, die ganz knapp an wenigen hundert Stimmen verloren gegangen sind. Das Risiko werden wir nicht eingehen. Wir werden bis zum Schluss alle Menschen überzeugen, mitzumachen. Und deswegen geht es auch darum, dass wir jeden Nachbarn, jeden Bekannten, jeden Arbeitskollegen in den nächsten Monaten davon überzeugen, dass es wichtig ist, dieses Mal zur Wahl zu gehen und die Union zu wählen. Und sollten Sie zufällig in diesen Gesprächen auf irgendeinen treffen, der absolut dieses Mal eine linke Partei wählen will, dann hören Sie auf, mit ihm zu reden. Vielleicht haben wir Glück und er vergisst den Wahltag. Das ist allemal besser, als wenn er dann zur Wahl geht. In dem Sinne glaube ich, wir sind gut präpariert. Wir haben ein tolles Programm und wir haben erstklassige Spitzen. Wir können beide Wahlen großartig gewinnen mit Horst Seehofer und Angela Merkel. Viel Erfolg dabei. Applaus